Try to rain on the thunder. Tell the storm I'm new. I'm a walk, I'm a march on the regular. Pennywise flex blue. Anne ist mitten in den Gesangsproben. Die 21-Jährige hat eine Hauptrolle in einem Musical ergattert. Es heißt Television und aufgeführt wird es von einer Gruppe der Mönchengladbacher Tanzschule Ragtag. Darin spielt Anne die junge Frau Ellen. Nach außen hin scheint die alles zu haben. Job, Haus, Mann und Kind. Trotzdem aber ist sie unglücklich, fühlt sich zunehmend verloren und verzweifelt. Eine Situation, die auch Anne in ihrem Umfeld immer mehr beobachtet. Es geht einfach um diesen Alltagskreislauf. Zum Beispiel, dass man jeden Tag zur Arbeit geht, man ist völlig fertig, dann hat man noch die anderen Sachen zu erledigen, man hat halt keine Zeit für sich selbst und manche Leute zerbrechen ja tatsächlich daran. Also das sieht man ja heutzutage auch extrem. Viele Leute ackern sich wirklich tagtäglich tot und haben keine Zeit mehr für Familie und Spaß und Freizeit. Die Idee zu dem Stück hatte Susanne Baschet-Büg. Sie leitet die Tanzschule Ragtag. Ende letzten Jahres rief sie zu einem Casting auf. Jetzt machen 26 Tänzer und Musiker bei dem Musical mit. Alle Darsteller sind zwischen 16 und 28 und sie alle verbindet die Leidenschaft an der Musik. Die Jugendlichen wollen aber nicht nur das Publikum unterhalten, sondern auch berühren. Ich glaube schon, dass das Stück ganz viel Hoffnung bringen könnte, vielen Menschen. Weil es ist zwar am Anfang relativ ernst, aber es wird immer bunter während des Stückes. Und ich glaube schon, dass das vielen Menschen Hoffnung bringen kann und vielleicht auch so ein Denkanstoß oder Ideen vielleicht oder einfach nur Inspiration. Wenn es nur irgendwas auslöst beim Zuschauer, auch wenn es nur eine ganz kleine Sache ist, haben wir schon unser Ziel erreicht. In Television wird getanzt, gesungen und geschauspielert. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten hat die Gruppe regelmäßig geprobt. Im Moment ist die intensive Phase. Da treffen sich die Musical-begeisterten Jugendlichen bis zu viermal die Woche. Denn am Sonntag ist der große Auftritt. Umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern. In kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern. Nicht nur die Szenen haben die Darsteller gemeinsam ausgearbeitet, auch die Kostüme haben sie selbst genäht. Venta spielt die zweite Hauptrolle. Die 28-Jährige will nicht zu viel verraten, aber sie verkörpert eine Figur, die das Gegenteil von Ellen ist. Venta glaubt, dass viele Zuschauer aus dem Musical etwas mitnehmen können. Viele Menschen sind irgendwann immer an einem Punkt, wo sie so gegen eine Wand stoßen und stecken bleiben. Und man sucht immer nach irgendeiner Lösung und hofft darauf, dass diese Lösung von irgendwo kommt. Und ich finde, gerade für solche Menschen ist dieses Stück wichtig, weil sie so ein Aha-Erlebnis sein kann. Zu sehen gibt's das ganze Stück am Sonntag in der Kaiser-Friedrich-Halle. Los geht's um 19 Uhr. Tickets gibt's online und natürlich auch an der Abendkasse. Bei Anne steigt auf jeden Fall schon langsam die Spannung. Ja, also wenn ich dran denke, dass es jetzt wirklich schon Sonntag ist, also ich kann es meistens gar nicht so richtig realisieren, aber ja, in dem Moment bin ich schon aufgeregt, aber bei mir kommt das meistens erst an dem Tag, so eine Stunde vorher oder so. You better call back you.